Wir alle kennen Nokia, aber was macht die Marke heute aus? Was macht Nokia besonders? Das klären wir jetzt gleich mit dem Deutschlandchef von Nokia, und zwar dem Erik. Herzlich willkommen. Hallo, ich bin Stefan und ich habe heute einen Gast eingeladen, mit dem ich ein paar Dinge mal besprechen will, nämlich über Nokia. Aber stell dich doch selbst vor. Hi, ich bin der Erik Mattes und verantworte unser komplettes Geschäft für Deutschland, Österreich und die Schweiz bei Nokia. Spannend, also ich habe gerade so einen Klassiker in der Hand, so ein 3310. Das ist ja das, was Nokia früher ausgemacht hat, womit die Leute wahrscheinlich auch Nokia in Verbindung bringen. Was ist denn Nokia heute? Das kann es heute noch in Verbindung bringen, aber Nokia heute ist, ist in ein paar Schlagworten, ist europäisch, Android, Design, Sicherheit. Das ist etwas, was man auch draußen dementsprechend positionieren kann, und das ist für uns einfach ganz, ganz wichtig, uns klar zu positionieren da draußen. Okay, klingt spannend. Also jetzt lass uns mal Design. Design ist? Design ist, Nokia ist finnisch, nordisch. Okay. Wir versuchen nordisch, klar, kühl, dass dementsprechend die Leute, die das Smartphone in der Hand haben, das auch dementsprechend fühlen, wo wir herkommen. Also das, was man eigentlich von Nokia von früher noch kennt. Genau. Dann schließt sich die Frage an, viele sagen noch, haben die ein Microsoft-Betriebssystem? Wo stehen wir da heute? Na, haben wir nicht mehr, gibt es ja auch nicht mehr. auch wir sind mit der Zeit gegangen. Nein, wir sind ganz klar, haben uns positioniert, Android-Smartphones. Okay. Und Android in seiner pursten Form, nicht viel Schnickschnack drin, Spielereien, klares Android drauf, um das dementsprechend auch für den Kunden einfach zu halten. Okay, also die Dinge, die mich manchmal irgendwie beim anderen Hersteller nerven, weil es halt irgendwie nochmal customized ist, bei euch wirklich pures Android. Genau. Und das hilft auch bei den Sicherheitsupdates, habe ich verstanden. Absolut, genau, das macht es auch einfach. Pures Android hält es uns natürlich einfach, Updates zu machen, hält es uns die ganzen Security-Themen einfach zu gestalten. Wir garantieren die monatlichen Security-Updates, wir garantieren das Betriebssystem auch komplett Update zu machen, um da einfach Sicherheit für den Kunden, Sicherheit für den Händler auch zu geben, dass da einfach, wenn ich ein Nokia-Smartphone verkaufe, steht da in 3 Wochen nicht schon wieder da. Okay, super. Also da liegen die Vorteile ja eigentlich auf der Hand. Jetzt hast du gerade schon gesagt, der Fachhändler. Was sind denn eigentlich die Zielgruppen für Nokia-Produkte? Wir haben natürlich, stellen wir uns so breit auf wie möglich. Ja? Der normale Endkonsument ist natürlich immer im Fokus von jedem von uns. Da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Durch diese Smartphones der Android-Reihe haben wir da auch sehr, sehr viele Vorteile und können da jedes Spielchen mitmachen. Ein Fokus, der für uns auch noch groß ist mittlerweile, ist B2B-Geschäft, was einfach auf Basis durch Brand, Europa, Security natürlich sehr, sehr gut gerade reinpasst in die ganze Geschichte, die in den letzten Monaten und Jahren sich entwickelt hat. Also Android Enterprise Recommended, genau. Was ja irgendwie super wichtig ist, gerade jetzt was Firmen betrifft. Ja. DSGVO ist ein großes Stichwort. Absolut. Und da unterstützt ihr dann mit den Security Updates, also auch für Geschäftskunden, eine echte Alternative. Genau. Also unsere komplette Smartphone-Range, bis auf das Einsteiger-Smartphone, weil es einfach von den technischen Specs her nicht kann, ist Android Enterprise Recommended. Das heißt, ein Händler, der mit B2B-Geschäft zu tun hat, ist da eigentlich auf der ganz, ganz sicheren Seite, weil wir durch das ganze Portfolio das einfach auch anbieten können und dadurch spielen können. Super, aber jetzt gibt es ja auch noch ein bisschen zum Thema Spaß. Yep. Jetzt, glaube ich, habt ihr irgendwie eine relativ coole Kooperation mit James Bond. Korrekt. Habe aber jetzt gerade gehört, wegen der aktuellen Situation mit Corona ist irgendwie der Release verschoben worden. Vielleicht kannst du da noch kurz was dazu sagen. Genau. Ja, wir haben es announced jetzt neulich, dass wir die Kooperation mit James Bond haben. Also die Dame, die Agentin Nomi, telefoniert mit einem Nokia-Telefon. Seid gespannt. Ihr würdet euch freuen auf den Film. Kommt ein bisschen später, erst im November. Nichtsdestotrotz für uns natürlich eine richtig fette Maßnahmen im Marketing, auch um die Marke, um unsere Smartphones nach draußen zu bringen, was auch für den Händler dann draußen wird, mehr über Nokia gesprochen. Das ist natürlich auch wichtig. Je mehr man spricht, desto mehr wird man auch nachgefragt. Cool, also das heißt, Nokia eine echte Alternative, voll auf Android, immer up to date, immer mit Sicherheitsupdates und sowohl für den Fachhandel als auch für B2B. Also ganz ehrlich, eigentlich echt coole Alternative und ja. Ich bin gespannt auf den James Bond Film und vielleicht gibt es ja im November dann auch eine Kinoeinladung. Ja, das könnte man vielleicht schaffen. Cool. Ja, so zum 19.03. gibt es ja dann auch neue Produkte, neues Nokia 5, neues Nokia 1. Da haben wir auch nochmal einen separaten Video gedreht. Hier oben findet ihr die Links.
Und Erik kommt ja immer mit seinen neuen Produkten sehr frühzeitig. Also bin ich immer ganz gespannt, die neuen Dinge dann auch zu sehen. Und deswegen informieren wir euch auch immer sofort, wenn das Produkt veröffentlicht wird. Und abonniert den Kanal und setzt auch die Glocke, dann seid ihr immer brandaktuell informiert, was es von Nokia Neues gibt. Dann, ja, vielen Dank, Erik, war ein guter Einblick. Und danke dann auf gemeinsam gute Geschäfte. Super, wir freuen uns.